Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Jojo Long und Chobi Hui. Ja. Wieso lachst du heute so? Weil ich glücklich bin. Ja. Ich habe die Möglichkeit, mit dir zusammen diese Sendung aufzunehmen. Oh, wie? Oh. Oh, das macht mich jetzt aber auch noch glücklicher, als ich auch schon bin. Ich kenne dich eigentlich auch nur glücklich. Ja, wahrscheinlich, weil ich ja auch nicht oft hier bin. Ne? Vielleicht. Wenn du mich jeden Tag siehst. Dann bist du weniger glücklich. Ach so, ja. Hast du Probleme, Bihui? Sollen wir heute über deine Probleme hier sprechen? Ach, meine Probleme? Eigentlich sehr viel. Zum Beispiel. Sieht man dir gar nicht an. Ja, die Ärzte haben immer gesagt, dass ich abnehmen sollte. Oh. Ja, also 5 Kilo weniger würde besser für meine Gesundheit sein. Aber ja, das ist schwierig, 5 Kilo abzunehmen. Oder? Vor allem dann fühlst du dich ja nicht mehr wohl, oder? Mit 5 Kilo weniger, dann fühlst du dich irgendwie schwach, ja, nehme ich an. Keine Ahnung. Und nicht mehr glücklich. Also vielleicht ist es für den Körper gesünder, aber für dein psychisches Wohlbefinden ist es nicht so gesund. Mhm. Und was machst du, damit du diese 5 Kilo nicht abnimmst? Isst du jeden Tag bestimmte Sachen? Ja, genau. Kuchen und Kaffee. Kuchen und Kaffee, siehst du? Noch schlimmer ist, dass ich immer kurz vor ins Bett gehen noch eine Mahlzeit nehme. Und das stört am besten. Ja, die Taiwaner. Das ist, glaube ich, typisch für viele Menschen hier. Ich weiß nicht, ob es typisch taiwanisch ist. Vielleicht gibt es auch in anderen Ländern. Aber für Taiwaner ist es, denke ich, schon sehr typisch, dass die ein sogenanntes Xiaoyi, ein Abendsnack noch einnehmen. Oder es kann auch ein ganzes Abendessen sein, kurz vor dem Schlafen. Schon seit meiner Kindheit. Ich habe damals immer mit meinem Vater zusammen Xiaoyi gegessen. Und das war wirklich ein Happy Hour für uns beiden. Ja, so habe ich auch meine Frau besser kennengelernt. Ne? Ich war immer da in dem Café und dann musste ich immer warten, bis sie fertig ist mit ihrem Kaffee. Das war dann meistens 1 oder 2 Uhr nachts. Und dann wollte sie noch immer zum Xiaoyi, also zum Night Snack essen, um 2 Uhr morgens. Ne? Nochmal eine volle Mahlzeit. Aber sie ist doch noch so schlank. Ja, sie, ich weiß auch nicht. Da setzt nichts an bei mir. Das hat alles bei mir angesetzt. Ja, bei mir auch. Essen macht glücklich, ne? Ja. Essen macht glücklich. Absolut, absolut. Und darum geht es auch heute. Also nicht ums Essen, sondern ums Glücklichsein und glücklich werden. Und warum ausgerechnet heute? Ja, weil vor einigen Tagen am 20. März hat man den Tag des Glücks gefeiert. Ja, es handelt sich um einen internationalen World Happiness Day oder wie auch immer der heißen mag. Und den gibt es noch gar nicht so lange, ne? Den Weltglückstag. Ja, weil früher waren die Leute unglücklich. Oder? Nee, früher waren sie von Haus aus glücklich und brauchten das nicht. Heute ist es ja so, dass viele Menschen eigentlich alles haben, was sie brauchen, aber nicht glücklich sind. Deswegen muss man sie immer wieder daran erinnern. Leute, euch geht's doch so gut, seid doch glücklicher. Man muss sich auch ständig zu meiner vor allem jüngeren Tochter sagen, ne? Die ist ständig am Meckern über irgendwas. Und ich sage immer, dir geht's doch so gut, hast doch alles. Sei doch, na gut, man kann das nicht befehlen, ne? Man kann nicht befehlen, sei doch glücklich, ne? Man kann höchstens sagen, sei doch dankbar, dass du das und das hast. Und dankbar sein ist ja auch eines der wichtigsten Sachen auf dem Weg zum Glücklichsein, ne? Das sagen die verschiedensten Psychologen und Missionare oder ja, die verschiedensten Berufssparten sagen, wenn man glücklich sein möchte, dann ist eine der wichtigsten Tugenden Dankbarkeit. Ja, das stimmt schon. Auch als wir klein waren, hatten meine Eltern immer uns daran erinnert, dass wir zum Beispiel alle essen, also kein Körnchen im Reisschal hinterlassen oder wir sollen alle essen. Also dankbar ausessen, sein dafür, dass ihr genug zu essen habt und das dann eben auch respektieren, das Essen selbst, jedes Reiskorn respektieren und aufessen, nicht verschwenden. Ja, ja, genau. Da können sich die heutigen Menschen mal noch viel Scheiben abschneiden, was hier weggeworfen wird an Essen. Es ist so furchtbar. Nee, das Problem ist, man isst jetzt kaum Reis. Gibt's kaum noch Reiskörnchen. Nee, aber nicht nur jetzt bei Hochzeiten, wo natürlich viel aufgetischt wird und dann auch viel übrig bleibt. Nein, auch so im täglichen Leben, wenn ich einfach so in einem Frühstücksladen bin oder in einem Mittagsimbiss,
Also viele Leute essen nur die Hälfte von dem, was auf dem Teller ist, und das ist sowieso schon nicht viel gewesen, dann kommt das alles in den Mülleimer. Ne? Ja, da werde ich immer ganz unglücklich. Aber das Thema heute soll ja glücklich sein. Ja, muss ja glücklich sein. Also zwei haben wir schon, ne? Ja, Essen und Dankbarkeit. Mhm. Und viele andere Faktoren entscheiden auch, ob man glücklich sein oder nicht glücklich sein. Aber wir wollen eigentlich noch dazu kommen, wer diese Tag ernannt hatte, und zwar die Vereinten Nationen. 2012 hat er dann diesen Tag als den Tag des Glücks ernannt. Und seitdem geben die UNO jährlich eine Jahresberichte über die Glücklichkeit in der Welt. Und eine gute Nachricht für die Taiwaner. Eine gute Nachricht. Taiwaner haben sehr gut platziert in diesem Jahr, und zwar auf dem 26. Platz. Und echt? Zwar die Nummer 1 in ganz Asien. Was? Ja. Nummer 1 in Asien? Genau. Und das, obwohl über uns ein Damoklesschwert hängt. Ne? China, dieser große Bulle, der scheint uns ja immer wieder fast erdrücken zu wollen. Und trotzdem sollen die Taiwaner die glücklichsten Menschen in Asien sein. Das ist ja schwer zu glauben. Ja, finde ich auch. Gerade in dieser Zeit, man sagte immer, heute die Ukraine, morgen Taiwan. Also noch unter diesem starken Druck, dann fühlt man sich noch glücklich. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Bisschen skeptisch. Aber vielleicht wären ja nicht unbedingt die Meinungen der Leute bei diesem Glücksreport der Vereinten Nationen alle mit berücksichtigt, sondern gewisse Faktoren, die man messen kann. Genau. Ne? Und was hast du denn da an Messdaten herausgefunden? Die Bihoi ist ja immer sehr fleißig im Recherchieren und sucht immer alle möglichen Daten heraus. Es gibt dann tatsächlich welche Kategorien, um da zu messen, ob diese Nation glücklich ist oder weniger glücklich ist. Und zwar GDP, also der Stand von GDP, ob man Wirtschaft... GDP, das müssen wir jetzt vielleicht für manche deutsche Hörer erklären, das ist das BIP auf Deutsch, ne? Oh, okay. GDP, Gross Domestic Product, glaube ich auf Englisch, und auf Deutsch Bruttoinlandsprodukt, genau. BIP. Grob gesagt, was so jeder Bürger im Durchschnitt verdient. Aber da werden jetzt wahrscheinlich manche Wirtschaftsexperten mich schon wieder kritisieren, weil das ja nicht ganz genau ist. Ja, da gibt es verschiedene Inlandsprodukte, und ich muss gestehen, ich kenne mich in der Wirtschaft nicht so aus, aber so im Groben, was so jeder Bürger pro Jahr verdient. Und zweitens dann Lebenserwartung, und drittens Freiheit, und viertens soziale Hilfe. Ja, und können wir das mal für Taiwan so durchgehen, oder? Okay. Das Bruttoinlandsprodukt von Taiwan ist jetzt nicht unter den Top der Welt, aber auch nicht unter den Ärmsten. Also pro Kopf etwa so knapp 30.000 US-Dollar. US-Dollar im das Jahr. Ist ein guter Durchschnitt, vor allem wenn man bedenkt, dass ja auch die Lebenshaltungskosten in Taiwan nicht so hoch sind. Also was man dafür kaufen kann, ist vielleicht viel mehr, als was man mit 30.000 in einem Land in Europa kaufen könnte. Und Lebenserwartung der Taiwaner, schätze ich mal so um die 80, oder? Ja, also die Frauen 81 oder 82, Männer etwa so 79, 78. Ah, gar nicht so groß, ja. Der Unterschied. Und Lebensfreiheit, ja, also Freiheit haben wir hier eine Menge. Ja, also vor allem seit eben vor, wie lange ist das schon wieder her, 1987 das Kriegsrecht aufgehoben wurde. Das war eine so rasante demokratische Entwicklung, eine Entwicklung in die Freiheit. Und Taiwan kann man wahrscheinlich als das freieste Land Asiens betrachten, selbst noch vor Japan oder Südkorea, wo ja auch noch viele gesellschaftliche Zwänge herrschen, also nicht nur vom Staat her, sondern auch gesellschaftliche Zwänge hier in Taiwan, hatte ich von Anfang an, ich kam ja 1990 das erste Mal her, von Anfang an das Gefühl, dass die Menschen hier frei sind und auch ich relativ frei machen kann, was ich möchte, und das von den meisten Leuten akzeptiert wird. Ja, der ist halt so, ne? Der macht das halt so. Also nicht nur von gesetzlicher Seite her, sondern auch von privater Seite her habe ich mich hier immer sehr frei gefühlt. Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also man wird hier unsere eigenen Präsident bzw. Präsidentin, die Wahlen laufen regelmäßig ab, und wir genießen wirklich religiöse Freiheit hier und
auch. Ja, das ist wirklich schön auch hier. Genau. In einer und derselben Straße sieht man eine katholische Kirche, eine evangelische Kirche, eine Moschee, die Xinjiang Nanlu in Taipei. Das sind so verschiedenste Glaubensrichtungen in ein und derselben Straße. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht schön? Ja, genau. Seit einigen Jahren ist die gleichgeschlechtliche Ehe sogar auch in Taiwan anerkannt. Mhm. Also man kann hier heiraten und diese Erschließung wird dann gesetzlich anerkannt. Das also ist auch schon eine Freiheit in diesem Lebensbereich, der auch bis vor kurzem noch in Taiwan auch illegal war. Ja, man muss sich das schon vorstellen. Vor 20, 30 Jahren war auch hier Homosexualität illegal. Leute konnten verhaftet werden. Und das hat sich so schnell gewandelt. Und man sieht, das geht. Wenn die richtigen Leute das nur wollen, dann kann man vieles ändern, was jahrhundertelang eben nicht ging. Aber ja, wenn die Leute nachdenken und im Sinne der Freiheit denken, dass jeder selber entscheiden kann oder können soll, was er möchte, solange er niemand anderem schadet, dann ja, ist das in Taiwan in vielen Bereichen wirklich so geregelt und man kann das auch ausleben. Ja, und dann haben wir noch Shehui Buchu, hast du gesagt, also soziale Hilfe. Sozialhilfen. Da, auch hier hat Taiwan, glaube ich, ziemlich zugelegt. Ne? Es ja, genau. Gab ja früher in Taiwan gar keine Krankenkasse zum Beispiel. Ja, und jetzt Taiwans Krankenkasse gilt als eine der besten Krankenkassen in der oder Welt. Oder weltweit. Ja. Nee, weltweit. Weltweit sogar. Ja, ich muss sagen, ich gehe ins Krankenhaus, ich muss eigentlich fast nur die Anmeldegebühr zahlen und alles andere übernimmt die Krankenkasse auch. Bei Ärzten, bei Zahnärzten. Ich muss immer nur 150 Anmeldegebühr zahlen. 150, wie viel ist das denn? Keine 5 Euro oder so. Ist lächerlich. Genau. Ne? Und wichtig dabei ist, dass das Niveau der Medizin wirklich sehr hoch ist. Also die haben an viele, was weiß ich, Wettbewerb oder welche Veröffentlichung teilgenommen, die sind immer ganz top darauf. Ja, das kann man wiederum so ein bisschen auch den Japanern verdanken, ja, weil während der japanischen Kolonialzeit hier waren natürlich Studiengänge, die in Richtung Politik gingen, nicht so beliebt bei den japanischen Herrschern, aber dafür haben sie medizinische Studiengänge gut gefördert und da waren damals eben schon gute Ärzte, wurden damals schon gute Ärzte in Taiwan ausgebildet und das hat sich natürlich weiterentwickelt. Ja, außerdem ist der Verkehrsnetz hier in Taiwan wirklich sehr zahlreich und sehr günstig. Also man kann sich ohne Probleme hin und her bewegen. Also insofern, das gibt ja Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit, also Bewegungsfreiheit. Also Medien ist hier natürlich ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall, es gibt ja genug Medien, die wirklich die Regierung kritisieren oder beobachten kann. Ja, also schon wirklich eine freie und gesunde Gesellschaft. Es wäre jetzt interessant zu untersuchen, wie das vor 50 Jahren war. Ne? Aber vor 50 Jahren gab es ja diese Glücklichkeitsuntersuchungen noch nicht. Damals war Taiwan noch eine Diktatur und innerhalb von 50 Jahren hat sich so vieles gewandelt. Und ich würde sagen, also wenn China nicht irgendwie als ständige Bedrohung so über uns hängen würde, dann wären wir wahrscheinlich noch glücklicher. Ich denke, unter den Top 10, würde ich sagen. Denn ja, Taiwan ist wie ein Paradies. Viele Länder sind wahrscheinlich wie ein Paradies, aber eben nicht nur von der Landschaft her, von dem, was es das Land hergibt und produziert, sondern auch von den Menschen her, weil die Menschen eben einen hohen Bildungsgrad haben und eben das akzeptieren, was andere auch machen. Aber wir können wahrscheinlich diesen Jahresbericht nicht ganz Glauben schenken. Ich glaube, viele Leute sind nicht so glücklich. Und vor allen Dingen die jungen Leute. Also ihr Einkommen ist sehr niedrig und sie können sich nicht leisten, eine Wohnung zu kaufen und trauen sich auch nicht zu heiraten, ja, weil das kostet ist. Aber das hat man ja wieder in jedem Land eigentlich, oder? Das genau, ist ja dann nicht nur für schon. Taiwan, sondern das gibt es ja in vielen alle junge Ländern Leute, dieses Problem. Ne, vor allen Dingen. Aber in Taiwan ist es wahrscheinlich noch schlimmer, weil das Einkommenniveau sehr niedrig ist. Aber natürlich, es gibt immer was zu meckern oder
es gibt auch wieder Schattenseiten, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen im Vergleich zu anderen Ländern, also Taiwan platziert jetzt dann im Rang 26, also wie gesagt, der höchste in ganz Asien. Die Selbstmordrate in Taiwan ist relativ, also im asiatischen Vergleich zumindest relativ niedrig wieder. Ne? Ja, im Vergleich zu Südkorea. Oder Japan. Also es gibt schon auch, muss man leider sagen, auch in Taiwan leider noch zu viele Selbstmorde. Gibt es auch in vielen Ländern, aber im asiatischen Vergleich, wie gesagt, relativ niedrig. Ja, dazu auch eine Anmerkung von mir. Also überhaupt ist diese Gesellschaft schon relativ sicher. Man fühlt sich ganz sicher. Man kann auch in der Nacht auf die Straße gehen oder man kann alleine auf die Reise gehen. Also vieles fühlt man sich schon relativ sicher. Und wenn man zum Beispiel sein Handy auf dem Tisch eines Cafés vergessen, dann kann man nach 10 Minuten zurückkehren und ist ja. Die Handy noch da. Und sowas passiert ganz selten in anderen Ländern. Ja. Aber hier, wie gesagt, sind die Leute wirklich freundlich und auch nicht so gierig. Also ja, überhaupt. Außer wenn es manchmal ums Essen geht. Ne? Ums Essen. Es gibt ja viele Restaurants, wo man sich voll essen kann, isst, was du kannst und dann passiert das eben. Dann laden die sich immer ganz viel auf den Teller, aus Gier auch irgendwo. Und dann können sie das nicht essen. Ne? Ah, ich weiß jetzt, die Handy darf man nicht essen. Daher wird dann nicht geklaut. Gute Idee, genau. Und damit sind wir ja schon wieder beim Essen, wo wir am Anfang gesagt haben, das ist ja einer der Glücklichmacher. Und Dankbarkeit hatten wir schon gesagt. Ne? Und Bihoy hat hier eine Liste zusammengestellt von einer Psychologieprofessorin von der Yale-Universität, von Laurie Santos heißt die gute Dame. Und diese beiden wurden da auch schon genannt bei Laurie Santos. Und dann natürlich Schlafen, ja, ausreichender Schlaf, mindestens 8 Stunden Schlaf, empfiehlt die Psychologin. Und dann auch Meditation bzw. den Gedanken freien Lauf lassen. Und ich denke, das ist sehr wichtig in der heutigen Gesellschaft, wo jeder, wenn er nichts zu tun hat, sofort aufs Handy schaut und eigentlich keine Nullzeit hat, wo er gar nichts macht. Das Gehirn ist irgendwie ständig immer irgendwo auf etwas fixiert und die Psychologin von der Yale-Universität sagt, man soll auch mal eben bewusst nichts machen, wenn das überhaupt geht. Bewusst nichts machen, geht das? Ja, geht. Meditieren oder den Gedanken freien Lauf lassen, mindestens 10 Minuten pro Tag. Von mir aus gerne auch länger. Ja. Und dann natürlich ganz wichtig mit Familien, Mitgliedern, mit Verwandten, mit Freunden zusammen sein. Das ist, denke ich, für die jungen Leute vor allem wichtig. Ne? Die sind gerne mit Freunden zusammen, auch wenn sie eigentlich gar nicht wissen, was sie machen sollen oder was sie sagen sollen. Einfach nur mit Gleichaltrigen zusammen sein. Ja, genau. Jedenfalls, ja, die Taiwaner scheinen also alles richtig zu machen oder vieles richtig zu machen, wenn es ums Glücklichsein geht, sowohl was die wirtschaftlichen Faktoren betrifft, als auch diese psychologischen Ratschläge von universitärer Seite her. Ne? Ja, und natürlich jeder seine Definition über das Glück. Und vor kurzem habe ich im Fernsehen so einen Werbungsspot gesehen und da ein Junge etwa 10 Jahre alt und hat dann vor der Kamera gesagt, er fühlt sich glücklich, wenn er jeden Tag Rindsteak zu essen bekommen könnte. Prost Mahlzeit, ja mal schauen, wie der Junge in 30 Jahren aussieht, wenn er jeden Tag ein Rindsteak gegessen hat. Aber wie gesagt, jeder seine und solange man sich glücklich findet, dann ist man ja schon glücklich. Ja. Okay. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Jojo Long und Chobi Hui. Bye-bye. Bye-bye aus Taipei.